Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Unboxing. Ja, ich sitze wieder hier. Ja, die Kalender stehen immer noch da. Ja, wir wollen sie die nächsten Tage wegbringen. Schaffen wir das? Ich weiß es nicht. Ihr seht es dann in den nächsten Videos. Ja, aber jetzt nehme ich auch wieder ein paar auf. Deswegen, es kann sein, dass es bei manchen Videos noch mit dabei ist. Ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich hatte gerade 8 Stunden Arbeit bei Edeka und ich bin fertig. Und jetzt muss ich noch ein paar Videos aufnehmen, ein paar viele Videos, noch duschen gehen und dann muss ich ins Bett. Deswegen machen wir das jetzt schnell, weil es ist schon 20.47 Uhr und ich muss spätestens 23.30 Uhr schlafen. Ja, ich habe mir eine Sonderedition bestellt. Und zwar diese da. Ja, tatsächlich durfte die Benefit Edition mal wieder mit. Jetzt habe ich sie jahrelang nicht gekauft, aber dieses Mal fand ich so interessant. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo ich mein Handy hingelegt habe. Es liegt hier. Denn das brauche ich natürlich zum Scannen. Es sieht relativ klein aus, es ist auch in einer kleinen Schachtel gekommen. Und das scannen wir jetzt und dann gucken wir mal, was da drin ist. Ich darf auch nicht so lange brauchen, weil mein Mikrofon, ihr seht es hier schon, das blinkt. Das heißt, der Akku ist bald leer. So, Glossy Box X Benefit. Glossy Box X Benefit Cosmetics Set. Hey Glossy. Du hast Glück. Du hast eins der begehrtesten Beauty-Sets des Jahres ergattert. Jetzt steht das spannende Auspacken bevor. Unser Glossy Box X Benefit Cosmetics Set bringt dir rechtzeitig zum Start in die warme Saison die besten Beauty-Produkte und begleitet dich mit ihren Highlights durch den Alltag. Freue dich auf eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl und absoluten Favoriten der Kultmarke Benefit Cosmetics und erhalte Komplimente für dein tolles Make-up. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren. Wünsche dir dein Glossybox-Team. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich schwitze jetzt ein bisschen, weil ich war tatsächlich vorher beim Wäscheaufhängen. Ihr seht hier schon ein bisschen was. Und der Bass ist sehr schwül unten und es ist auch sehr heiß hier. Deswegen verzeiht mir, wenn ich hier schwitzen sollte. Ich kann es nicht ändern. Aber ich gehe dann noch duschen, deswegen ist es ja egal. So, das erste ist tatsächlich auch eine Full Size. Da freue ich mich sehr. Und die, glaube ich, habe ich auch noch nicht. Ich habe die Rocker, ich weiß nicht, wie die heißt, Edition. Und die mag ich tatsächlich leider nicht so gerne. Deswegen, ich bin gespannt, wie die ist. Von Benefit Roller Lash Mascara. Roller Lash Curling Mascara. Für alle, die sich schon mal so sehr nach geschwungenen Wimpern gesehnt haben, dass sie fast zum Lockenstab gegriffen hätten, kommt hier das Richtige. Roller Lash Curling Mascara. Ein Lockenwickler, der speziell für deine Wimpern gemacht ist. Die einzigartig gestaltete Hook-and-Roll-Bürste fängt jede Wimper ein, trennt sie voneinander und bringt sie in Schwung. Und diese Locken halten 12 Stunden. Kein Haarspray erforderlich. Genau, die Anwendung brauche ich nicht sagen. Auf jeden Fall kostet es 30 Euro. Ach ja, ich muss euch noch den Preis von der Box hinschreiben. Den weiß ich gerade nicht auswendig. Wie gesagt, bin ich sehr gespannt. Die andere mochte ich leider nicht so. Deswegen hoffe ich, dass die besser ist. Aber ich glaube, dass ich da auch noch so kleine Editions habe. Da werde ich die dann zuerst testen, bevor ich die große aufmache. Weil sonst werde ich die weitergeben, wenn die nichts für mich ist. So, das letzte ist, glaube ich, ganz unten drin. Das muss ich jetzt rausholen. Und denn das ist The Professional The Deep Retreat Pore Cleansing Clay Mask von Benefit, logischerweise. Ist noch geschlossen, werde sie auch zulassen. Ihr wisst es, ich will nicht, dass unnötig was kaputt wird. So, und zwar, die kenne ich noch gar nicht tatsächlich. The Professional Deep Retreat Mask. Zeit für eine gründliche Reinigung. Und nein, nicht die Art, bei der du nachts um 2 Uhr deine ganze Wohnung aufräumst. Es ist Zeit, deine Poren zu säubern. The Professional Deep Retreat reinigt deine Haut tiefenwirksam, indem sie überschüssiges Öl und Schmutz aus den Poren entfernt. Sieh dir einfach die Punkte an, die beim Trocknen der Maske entstehen. Außerdem fühlt sie sich angenehm an, während du sie trägst und lässt sich abwaschen, um eine sichtbar verfeinerte und mattierte, erfrischte Haut zu zaubern. Ja, mattiert finde ich nicht schlecht, weil ich glänze hier immer. Ihr seht es wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen. Ja, weil ich schwitze, aber trotzdem. Hier fange ich immer so ein bisschen zu glänzen an, deswegen mag ich mattieren sehr gerne. Da kann das Reinigen deiner Wohnung wohl eher nicht mithalten, oder? Für eine glattere Haut mit verkleinerten Poren. Step 1, schminke dich zunächst gründlich ab. Step 2, reinige im Anschluss dein Gesicht mit dem du Get Unblocked Reinigungsschaum. Okay, den habe ich nicht. Ich werde nichts machen. Ich nehme den anderen Reinigungsschaum. Step 3, trage dann die The Professional Deep Retreat Maske und spüle sie gründlich ab. Step 4, schenke deine Haut dann ausreichend Feuchtigkeit. Schreiben sie extra noch mit drauf. Das sind 30 Milliliter und diese 30 Milliliter kosten 21 Euro. Würde ich tatsächlich so nicht kaufen, muss ich jetzt euch ehrlich sagen. Ja, das war aber noch nicht alles. Wir haben noch was. Und zwar, da bin ich auch froh, dass es eine Full Size ist. Ja, ich habe eine Full Size bekommen von The Professional Supersetter. Long Lasting Makeup Stick Spray. Da bin ich sehr froh darüber. The Professional Supersetter. Wenn du
heute Abend ein zusätzliches Outfit für die Happy Hour einpackst, brauchst du nicht nach deiner Schminktasche zu greifen, um dein Make-up aufzufrischen. Benefit hat einen Weg gefunden, wie du deinen Look von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an Ort und Stelle behalten kannst. The Professional Super Setter Fixierspray hält 16 Stunden lang dein Make-up, wo es hingehört. Und da bin ich gespannt, werde ich auf jeden Fall einen Härtetest machen. Und schützt dich vor Schweiß, Glanz und Flecken. Oder bin ich auch gespannt. Ganz zu schweigen davon, dass sie diese schwere Doseformel sofort die Poren verfeinert und die Haut so erfrischt wie dein Lieblingscocktail. Diese 120 Milliliter sind auch 120, kosten 38,50. Deswegen kaufe ich das eher nicht, weil es sehr teuer ist und in der Box ist es auf jeden Fall kaufenswert und hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja, das war aber noch nicht alles und deswegen habe ich sie gekauft, weil da so viel drin ist, was mich interessiert. Und zwar, ich liebe es. Ich liebe es so sehr und da war auch eine Full-Size drin, 24-Hour Brow Setter von Benefit. Der Schlüssel zu gut gepflegten Augenbrauen, sie unter Kontrolle zu bekommen. Mit dem 24 Stunden Brow Setter Augenbrauen Gel. Die flexible, klumpfreie Formel bringt deine Brauen in Form und trocknet dann schnell, um sie zu fixieren. Mit der speziell angefertigten doppelseitigen Bürste, die zum Pflegen und Zähmen entwickelt wurde, ist eine kontrollierte Anwendung ganz einfach. Genau, und diese 7 ml sind auch 7 ml, hoffe ich. Steht jetzt gar nicht hier drauf, das ist doof. Ach, hier unten. Ja, sind 7 ml, kosten 30 Euro, aber ich mag das echt gerne. Also es fixiert echt sehr, sehr gut die Augenbrauen. Ja, und das passt tatsächlich wieder. Hier steht nicht mehr. Nö, das war's. Aber wenn man jetzt überlegt, wie viel man für die Box gezahlt hat, dann hat man das für 30 Euro. Man hat The Professional für 38,50. Man hat diese Maske für 21 Euro. Und dann hat man das noch für 30 Euro. Also das ist weit über 100 Euro auf jeden Fall. Und da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass ich die mitgenommen habe. Es waren einfach sehr interessante Produkte. Zwei, die ich auf jeden Fall testen wollte. Eins, das ich nicht kannte und eins, das ich... Das ist ein gutes Gimmick, sagen wir es mal so, deswegen finde ich es nicht schlecht. Also, ich finde, für den Preis kann man die schon mal kaufen. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, weil ich die letzte Zeit nicht zum Unboxen gekommen bin. Die liegt jetzt schon ein bisschen länger bei mir, tut mir leid. Also, falls es sie noch gibt, dann verlinke ich es euch unten. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber es war die letzte Zeit trotz viel frei, ein bisschen stressig. Ja, ja. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Unboxing? Wenn euch das Unboxing gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich würde ich mich auch sehr über einen Kommentar freuen. Was sagt ihr zu dieser kleinen Box? Kleinen, aber feinen Box, würde mich mega interessieren. Oder habt ihr sie auch gekauft? Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, unten auf den Abonnieren-Button. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.